Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Victoria 3 hier mit Siam. Aktuell sind wir dabei, jetzt wieder eine Lebensmittelfabrik oder was heißt unsere erste Lebensmittelfabrik zu basteln. Und langsam aber sicher geht es uns jetzt finanziell auch ein bisschen besser. Wir kommen knapp ins Plus. Also die Goldreserven sinken jetzt nicht mehr so radikal wie vorher. Und es ist ja auch gut, wenn hier was gebaut wird, weil dann kommt Geld rein. Dann sind mehr Leute beschäftigt, da bekommen wir mehr Einkommensteuern und so weiter. Das ist schon mal gut. Okay, ich kann natürlich hier noch ziemlich lang dauern, 7 bis 10 Monate, bis diese Technik durch ist. Aber vielleicht bekommen wir andere bekommen wir vielleicht noch rein. Einfach so, weil die Nachbarn die schon haben. Das werden wir sehen. Beim Militär habe ich noch gar nichts eigentlich oder nichts großartig gemacht. Okay, Seite ist wieder gesunken. Und jetzt schauen wir mal. Wo wollte ich jetzt reinschauen? Da schauen wir mal rein. Okay, ist wirklich verarmt. Das ist ja wirklich schlecht. Dann schauen wir mal, wie es den Ärmsten geht. Ja, Getreide geben dir ein Drittel ihres Geldes aus. Das ist natürlich nicht schön. Da könnte man natürlich auch Reisfelder machen. Okay, das wäre noch schlechter. Da kommt ein bisschen Obst rein. Aber Getreide an sich würde dann teurer werden. Okay. Wenn wir jetzt alles hier so... Wie schaut es dann mit dem Dünger aus? Dann wird der Dünger relativ teuer. Das ist wirklich, wie man es macht, macht man es falsch anscheinend. Was könnte man hier noch machen? Okay, da würde sich hier kaum was ändern. Braucht man 1000 Leute weniger. Mach's mal so, 1000 Leute weniger. Und noch einmal Reisfelder. Können wir ja mal hier nach oben schieben. Weil Getreide muss unbedingt billiger werden. Okay. Die Gesundheitssteuer. Ja, da die Rufe nach einer Art Gesundheitswesen immer lauter werden, stellen viele in Frage, woher das Geld kommen soll. Ja, da kann man auch so zurecht. Da kommen wir auch so zurecht, weil wir können ja jetzt nicht noch mehr Geld ausgeben. Bisschen ist nach oben gegangen und da duellieren sich zwei. Den kenne ich hier. Ach, das ist der Intellektuelle. Und das sind die Grundbesitzer. Ja, dann sollen sie kämpfen. Sollen sie kämpfen, das interessiert uns jetzt wenig. Okay, lassen wir mal hier volle Kanne laufen. Okay, der Seitenpreis schwankt sehr stark. Klassenwahl beschließen.
Ist hier nur eine bestimmte Klasse Wein drauf, oder wie sehe ich das? Grundbesitzerwahlen haben wir aktuell, ja, Klassenwahlen geht ja nie und nimmer durch. Geht nie und nimmer durch. Da können wir eigentlich so gut wie nichts machen, wenn wir wieder, genau, habe ich mir gedacht, jetzt haben wir wieder die Radikalen. Natürlich schon mal gut gewesen, wenn wir jetzt die ganze Zeit schon im Plus gewesen wären. Da hätte man in der langen Zeit. Oh, er bin geboren. Okay. Thronfolger und Politiker. Was ist das für einer? Der König, ein neuer König. Wie alt ist der? Null? Okay. Der ist ein Verarmter. Achso, der ist kein Verarmter. Okay, aber er wird geliebt. Genau. Das wollte ich eigentlich hier reinschauen. Charismatisch. Polit-Profi. Ja, ich habe jetzt mal zwischendurch jetzt auch geschaut, wie wäre es denn jetzt einmal, sich hier irgendwas hier einzuverleiben, zum Tributgeber machen. Aber da hat man überall, wird sich mit 11 Ländern die Lage verschlechtern. Ich glaube, aktuell gehört doch das Ding hier. Ja, gehört zu Laos. Okay. Ja, das kann man natürlich nicht. Das ist Ostindien Company. Und ich sag's ja, wir haben ja. Wir sind ja im Minus. Und können natürlich das jetzt nicht riskieren. Jetzt hier unsere ganzen Goldreserven zu verlieren. Da haben wir, da hat man doch jetzt was gebaut. Was haben wir denn jetzt gebaut? Hat man denn hier nicht noch Reisfelder jetzt? Das ist wahrscheinlich schon zu lang her. Ach da, genau, so, schauen wir da mal. Da müsste doch jetzt langsam der Preis jetzt tatsächlich ein bisschen wieder sinken. Weil ich denke mal, Getreide sollte aus meiner Sicht schon noch relativ günstig sein. Okay, jetzt haben wir die Wohlfahrtskrankenhäuser. Das ist gut. Minus 5% Sterblichkeit. Die Industriellen, die waren dagegen. Wohltätige Organisation, oft kirchlich geprägt, bieten jedem, der krank ist oder im Sterben liegt, nach besten Kräften Hilfe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schaut doch in unserem Land schon mal relativ gut aus. Nur das behagt mir hier noch nicht. Das wäre natürlich schon mal was.
Ja. Welche Leute sind hier dafür? Landbewohner und Gewerkschaftler. Die Gewerkschaftler, die haben nichts zu melden. Bloß mal jetzt Interesse halber, wie ist es, wenn wir die rauswerfen? Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay. Grundbesitzer sind mächtig. Ja, ist klar, die sind ja damit drin, die haben am meisten Zustimmung. Okay. Getreide ist leicht gesunken. Okay, minus 10% Technikkosten. Industrielle waren einst randständig und jetzt einfach einflussreich. Okay. Nur mal so. Nur mal so. Ja, aber jetzt können wir es hier noch nicht, weil sonst die Radikalen sich durchsetzen. Okay, die Subventionen wollte ich ja nicht. Ja, setz mal noch mal zurück. Werden wir sehen. Okay, ich denke mal, dass dann Lebensmittel auch so. Okay. Ja, weil es hier 50 ist. Ja, können wir denn hier nicht. Ach so, weil wir ja isoliert sind. Ja. Das ist noch unser größtes Handicap, das wir haben. Dass wir mit niemand handeln können. Was haben wir hier? Verteidigungspakt. Wer ist Bulugan? Wo ist Bulugan? Das möchte ich wissen. Auch da. Nee. Auch da hier unten. Bulungan. Na gut. Okay. Tributgeber wollen es nicht. Bündnis bilden.
Okay, dann machen wir es doch mal so. Vielleicht werden das dann mal später unsere Ersten, die mit uns handeln wollen. Okay, haben angenommen. Vielleicht wollen sie auch früher oder später hier reingehen und bei uns hier mitmachen. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Lebensmittelfabrik. Lebensmittelfabrik, was sich hier tut. Nicht sehr viel, fürchte ich mal. Ist ja ultra billig. Aber die Leute wollen es jetzt langsam. Okay, Lebensmittel. Okay, weil ja, das hat man bis jetzt anscheinend nicht, weil ja, okay, Empirismus, kaum erkläre ich was und sag was und dann muss man sich ja alles überlegen. Kommt hier schon wieder was anderes rein, ich komme mir vor wie bei Crusader Kings 3. Okay, plus 10% Einfluss. Okay, bei der Institution Bildung kann man auch höher gehen. Und hier könnte man Gesetze freischalten. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Und da glaube ich, tut sich da auch langsam was. Da schauen wir mal jetzt rein, ob denn die hier sich auch was holen. Okay, Lebensmittel, sieht man noch 0,2% der Ausgaben. Okay, gehen wir mal schnell hier rein. Jetzt waren wir ja hier. Da haben wir diese beiden. Jetzt kann man mal wieder auf die Produktion hier schauen. Konserven. Eventuell. Okay. Sicherlich auch gut in Bezug auf irgendwelche Nahrung. So, was passiert hier noch? Tuchfabriken. Genau, da wollte ich reinschauen. Lass mal weiterlaufen. Was hat der? Feindselig. Hm. Bankwesen breitet sich aus. Was haben die? Kooperativ. Sind die mittlerweile? Okay. So zuckt der Preis hier nach oben und nach unten. Aber ich bin sicher, auch da wird Getreide jetzt auch verbraucht. Werden wir doch vielleicht einmal hier brauchen wir dann schauen wir mal, wie sich das dann ändern wird. Also hier waren wir, ach da haben wir es ja schon, Erntewerkzeuge.
Hier wollte ich noch mal schauen, genau. Da braucht man. Aber ich glaube, da haben wir ja zwei. Wie schaut es da aus? Da ist es nicht ganz so krass. Und könnte man hier auch noch einmal Reisfelder mit reinbasteln. Okay, dauert natürlich 2 Jahre, bis das durch ist. Okay. Frauenwahlrecht. Haben wir hier was? Ne, da haben wir nichts. So, Monarchie. Theokratie. Gehen wir einfach weg von der Monarchie. Wäre vielleicht auch nicht ganz schlecht. Ja, die meisten sind noch dagegen. Okay, ich würde mal sagen, was als Klassenwahl. Nur wohlhabende Bürger erhalten eine Stimme. Wer reicher ist, erhält auch mehr Stimmen. Okay. Eine Nationalgarde. Okay, um Unruhen niederzuschlagen. Okay, das behalten wir mal im Hinterkopf. Nationalgarde. Da will ich rein. Sklavereiverbot. Wird von keiner Interessengruppe unterstützt. Dann würde ich mal sagen, entweder das hier oder gehen wir auf die Nationalgarde. Okay, das geht nicht. Da bräuchte man noch Regierungsverwaltungen und die kosten bloß wieder. Okay. Ja, dauert noch Schuldenübernahme. Okay. Da gab's nichts. Da kann man doch jetzt auch hier irgendwo schauen, wo es die meisten. Nee, hier kann man schauen, wo es die meisten Radikalen gibt. Aufruhr. Potenzielle Qualifikationen. Okay. Okay, da steigt die Bevölkerung am meisten.
Bananen. Stellen wir viel zu viel her. Ja, das ist natürlich nicht gut. Ja, die werden dann zu radikalen, wenn wir es hier rauswerfen. Ist wirklich schwierig. Jo, naja gut, macht ja nichts. Dann beende ich jetzt mal diese Folge und dann machen wir das nächste Mal wieder hier weiter mit unserem Siam. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Bis dann. Tschüss.